Hey Leute, ich bin's wieder, Drache Charo mit LP hinten dran und wir fahren fort mit Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Letztes Mal haben wir unsere Freunde auf ein paar Aufträge geschickt. So, Trutan Gräfin 1. Gräfin nicht in Gormut. Gautera, anderswo weit. Okay, das ist schon mal schlecht. Ja. Was ihr könnt, ist mir richtig egal. Kann ich bitte... Ihr seid alle unwichtig. Ja? So? Was sagt denn Zenobia? Gräfin ist nicht in Uraya. Danke, Zenobia. Oh Gott, jetzt muss ich wieder... Ja. Das ist okay. Darf ich... Oh, Gottes Willen. Bitte, sag mir, dass sie in Tantal ist. Oh, sehr gut, Leute. Der Glücksgriff. Wir sind nach Tantal. Perun kriegt zwei Sachen. Stimmt, wo ist denn das Gespräch mit ihr? Hatten wir das Gespräch mit ihr schon? Begib dich zum Weg der Asketen. Wir hatten das noch gar nicht. Gut. Sehr gut. Oh. Ja. Darf ich gehen? Darf ich? Dankeschön. Ja gut, Leute. So. Muss ich jetzt mit ihm reden oder muss ich einfach dorthin? Zum Beispiel suche in Trutanien in Tantal Omelett auf. Omelette, ich sehe es. So, gut. Bevor wir aber nach Tantal gehen, muss ich euch was Kleines zeigen, Leute. Und zwar habe ich jetzt offscreen alles erledigt, was ich erledigen kann. Also ich glaube nicht ganz alles. Mostly alles, was wir erledigen können. Damit wir die ganze Mission machen können, die ganzen Gespräche noch führen können. Und zwar so mit Frau Kosmos sind wir auf Harmonie 4 angelangt. Können wir dann ihre Mission machen, dann auch ihr Harmoniegespräch führen. Hatten wir das schon? Siegegegner. Dann hatten wir das wohl noch nicht, auf jeden Fall. Mit Cora können wir dann auch ihre Mission machen. Ich glaube, das Harmoniegespräch mit ihr hatten wir schon. Adenine müssen wir die Bücher suchen. Das können die noch nicht freischalten. Vale können wir auch dann schon machen. Mir war langweilig, Leute, ja? Es waren sehr lange Busfahrten. Und ich musste mich auch ablenken und Xenoblade irgendwie was ansehen, was ich dabei hatte. So, wenn dann der. Hier, Floron können wir dann auch machen. Praxis, da können wir das Gespräch führen. Gut, sonst was hat sich jetzt nicht so geändert. Und mit dem Kumpel. Okay, den habe ich noch nicht ganz gemacht, aber ich glaube. Ich höre dich, mein kleiner, fluffiger Freund, aber ich kann dich jetzt nicht reinlassen. Ich glaube... Verwende Gott... Wo wandert? Nee. Godfrey möchte was besprechen. Mit ihm nach Uraya. So. Auf jeden Fall können wir wenigstens ein paar Missionen machen, bevor ich dann... wird hier nicht... Oh, Tantal Trutania ist auch in der unteren Ebene. Ja, wir machen das jetzt zu 100%. Das ist... Nicht Trutanien, das ist auch nicht Trutanien, das ist auch nicht Trutanien, ist das da? Da ist Trutanien. Ist ein bisschen kacke, dass das dort ist. Na gut. So. Weil ich habe halt mega Bock auf gewisse von den Klingen. Und das ist dann natürlich... Okay, wir haben nicht, dass das alles bringt uns um Wetter. Das ist schon mal was Schönes. So. Und ich meine, ich habe halt auch nur die ganzen anderen Sachen gemacht, weil ich mir... Es ist halt... An sich macht das Spiel ja leider Gottes wirklich ein bisschen Spaß. Nur irgendwie ist halt... Ne? Also es ist definitiv... es ist definitiv ein schöner Zeitfresser. Also Zeitvertrödler. Ich glaube, ich muss da entlang, dann da hoch, oder? Also das muss man halt sagen. So ein bisschen Gegner platt machen... Irgendwo hingehen, irgendwelche Sachen machen, halt so cooles Zeugs. Und das ist halt irgendwie
irgendwie schon awesome. So. Und ich muss dann mal gucken, ob wir dann noch irgendwelche anderen Missionen haben, die wir noch erledigen müssen. Außer die Klingenmission. Das wäre natürlich auch noch interessant zu wissen. Also von dem her. Mal schauen. Aber dann kann ich halt wenigstens sagen, so Leute, wir haben die Basisversion von Xenoblade 2 ohne die ganzen Erweiterungspacks zu 100% abgeschlossen. Wenn jetzt auch irgendjemand nach Xenoblade 2 fragt, dann kann er sich die letzte Episode da angucken, wo ich dann sage, nein. Gut. Und dann fühle ich mich auch besser, weil bisher haben wir halt auch alle Xenoblade-Projekte auf 100% gespielt und ja, wie gesagt, die DLC-Sachen klammere ich hier raus, weil naja. So, wo ist die denn jetzt, die Frau? Warum brauchen wir den Elektro dafür? Ich meine, wir haben genug, aber... Wow. Einfach für ja nichts. Ist auch gut. Amulett. Sie hat... Natürlich hat sie eine Schleife an. Warum? Ist egal. Hallo. Ist das vielleicht diese Gräfin Omelette? Sieht so aus. Sie entspricht jedenfalls der Beschreibung. Mir scheint es allerdings nicht so, als müsste sie gerettet werden. Hätten die nicht behauptet, sie wäre entführt worden? Na, gehen wir einfach mal hin. Ja, wir sollten zuerst einmal das Gespräch suchen. Bist du Gräfin Omelette? Und wer seid ihr? Und deine Leute haben uns geschickt, um dich zu retten. Retten? Mich? Aber es sieht ja nicht danach aus, als wärst du gegen deinen Willen hier. Würdest du uns erklären, was passiert ist? Naja, Gautera. Warum ich nochmal hier? Oh? Du hast es vergessen? Sag mal, weiß einer von euch, warum Gräfin Omelette hier ist? War einfach schon immer hier, oder, Gautera? War noch nicht immer hier, Gautera? Ist das ein Scherz? Ihr habt das alle vergessen? Oh, schöner Stein. Das ist Teil von Kristallglöckchen, unser Schatzcode-Ära. Boah, nicht schlecht. Finch, hast du mal wieder nicht zugehört? Mission erledigt, gehen wir nach Hause. Nein, 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 ihr sollt doch die Gräfin zurückbringen. Oh, wirklich? Ne, zurück, wohin? Wo ist zu Hause? Gräfin Omelette, der König sucht euch. Würdet ihr uns begleiten? Nur mein Vater? Auch so, Gautera, ja, da komme ich mit. Gut, also bringen wir sie gesund und munter zurück nach Torrigoth. Nach Argentum. Morak ist auch schon ein bisschen am Ende mit den Nerven. Denkt sich so, ich muss nicht nur auf Rex aufpassen, aber noch diese Klinge. Schlepptau. Kann ja nur gut werden. So, auf dem Flugdeck. Die warten ja dort. Können wir diese Mission auch abschließen? Das hat schon 8 Minuten. Boah, das ist ja voll schnell vorbei. Deshalb sind die Episoden auch so länger. Genau, genau. Not Sagely und so. Oh, sie sind nicht da. Ach, zur Bauchi-Knurrkantine. Ja, gut, lesen. Lesen ist halt was für Anfänger, wisst ihr? Da ist die Bauchi-Knurrkantine. So. Oh, kriegen wir eine Cutscene? Well, that's got them in a proper tizzy. They are most delighted by Songstress Song. Rah! We make nop on new counters. That's why Tarkin's excites. And you're okay with that? Huh? Oh, we thought you might have wanted your real counters back. You find real counters? Rah! Much thanks, heroes. You save our countess! I don't know if we saved her as such. She did look like she'd been enjoying herself. She definitely took a bit of persuading. We're most grateful. Come! We celebrate the return of Countess together! You mean we get to eat free tasties? Wonder if they have my favorite juicy samod. What? I don't think that's your favorite, Finch. Oh yeah, silly me. I meant cream orange paratha.
my favorite, you twit. Anyway, I see no reason to decline, shall we? Have you guys seen Finch? She was right next to you until a moment ago. Ah! The moment you are all waiting! Return of Countess! Behold! True Tarkin Countess is here! What the? Countess Shafe! Happy dance! Happy dance! What does she think she's playing at? Hey, Finch! You're not the Countess, remember? Finch. Oh! Oh, she, not your countess! I is only countess, Tucker is needing! Countess? Two countess? But which right one countess? Is that countess? No, small one countess! Double Countess? Multi-Countess! Oh, come on, it's clearly the one on the right. Silence! We have Countess Pear! Oh! Wow! Double Sovereign, so happy! 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 You! Nose! I am Countess! Only one Countess! Rejoice! So many Countess! Bring peace to all Tarkin! Tarkins really are the best! Tarkin seems super-duper excited. It would be a tall order trying to rein them in now. Ah! Now be remember! Ah! Tarkin or complete bird brain! It easiest for Tarkin to forget Countess even! That's why I did run away! Ah! There, it'll all be fine. It'll be fine. What are friends for? I'll clear things up for you, and I'll explain to them what happened. Flitch! Oh, Flitch! Much thank, Flitch! It's Finch, not Flinch, but thanks, Omelet. No, wrong! My name is Omulet, not to forget! What is Omulet? Oh. Never mind. I won't forget it now. Promise you that, Amulet. Amulet! Ah! I'm telling you, Flinch, my name is Amulet. The inch, not Flinch. Come on. It's not that hard. Not like Amulet. Amulet! Why you always get wrong, Frunch? Ah! Look at those stooges. This is getting ridiculous. Can't see this ending anytime soon. They don't seem to know how to deliver a proper punchline. Boah, hab ich viel gegessen. Ich bin kurz vorm Platzen. Ich glaube, ich werde 3 Wochen lang keinen gebratenen Mais ansehen können. Finch meint wohl, gebratenen Reis gab keinen Mais. Vergesslich wie immer, was, Finch? Aber das hat dich nicht davon abgehalten, es allen zu zeigen.
Nee, du warst auch toll, Sieg. Sag mal, warum hast du eigentlich gerade mit meinem Namen keine Probleme? Eigentlich soll es mich ja freuen, aber irgendwie fühle ich mich dadurch auch bis ausgeschlossen. Wie, du kannst dich an meinen Namen erinnern? Irgendwie finde ich das nicht so geil, aber hey. Boah, war das eine lange, lange Cutscene. Finch und die Gräfin sind Freunde geworden. Den Namen der anderen können sie aber beide nicht merken, also, ne? So, wir werden aber nicht mit der Hauptqueste spatzen hören. Weitermachen. Nee, Leute. Das können wir nicht machen. Wo ist sie denn da? Finch. So. Und das aktivieren. So, bringt das irgendwas, sie zu S-Ranken? Irgendwie nicht. Meltenbaum und Temperantia. Nee. Gut. Also. Dann wollen wir mal zu den Lefterischen Inseln gehen. Ich habe mich noch nicht wirklich nicht entschieden, was wir nächstes machen. Fonstet, aber ich will mal zu Corinnes Haus mit Corinne reden, weil irgendwie wollen ja ganz viele dort, dass man mit ihnen redet, damit man Harmoniegespräche führen kann. So. Die Freude ist groß. Jetzt will ich aber schnell speichern. Hoffen, dass mein Aufnahmeprogramm nicht abspielt, wobei ich habe es ja vorhin nochmal schnell neu gestartet. So. Also, hallo Corinne. Hallo, ich habe gehört, ihr wart bei unserer Schule beteiligt. Jau. Wenn das mal keine gute Nachricht ist, Mark war am Boden zerstört, nicht aus seiner Akademie gehen zu können. Ich habe es jetzt dem Bürgermeister schwer. Nee. Ich gehe mal schlafen, vielleicht hilft das ja. Kurzer Aufenthalt. Oh. Ach du Scheiße, wir haben ganz viele Questen gemacht. Gut, dann leveln wir mal hoch. So. Really? I'm still getting stronger. Sehr gut, so muss das. Oh, da die können nur ein Level aufsteigen. Ja, die sind ja auch. Wobei. Tora ist in der Party, die anderen halt nicht. Ja, gut. Na, das ist auch okay. Beenden. So, mal gucken, ob jetzt irgendwas passiert. Ja, die wollten ja eigentlich, dass wir bei Corinne mit ihnen reden. Oder muss ich das erst bevor. Ich habe das auch freigeschaltet oder nicht? Sleep well? The more exhausted you are beforehand, the better I find. Irgendwie passiert nichts. Bin ich denn doof? Es war doch hier. Es muss doch Praxis sein, oder nicht? Sprich in Corinnes Haus in Lefteria mit Praxis und führe dann das Harmoniegespräch Kühle Fassade. Ja. Oder muss ich hier als Sieg rumrennen, damit das passiert? Nehmen wir mal Sieg. Warum habe ich Sieg überhaupt in der Party? Ich dachte, ich lief die ganze Zeit mit Tora rum. So, kann ich jetzt mit dir reden? Schule, jau. Nee. Oder muss ich sie entdingseln, damit ich mit dir reden kann? Ich bin gerade verwirrt. Ja gut. Ich dachte ich mir, das wäre perfekt, aber ja gut, dann halt nicht. Für irgendjemanden musste ich in irgendein irgendwo einkehren. Da nicht. War das bei Vale? More Ardane, Vales Schwäche. Dann machen wir mal das. Machen wir das mal hier. Harmoniegespräch. Schnellreise nach More Ardane. Erbe Cavendish. Jakulus Gasthaus. So, 19 Minuten. Das sollte dann für die zwei Harmoniegespräche dann nicht noch reichen. Gut, dann werden wir beim nächsten Mal Wales-Sachen machen, I guess. So, aber ich will tatsächlich nicht. Ich will weiterhin als Morag rumrennen. Morag ist cool. So, und wir speichern auch mal schnell. So, dann kann ich die Harmoniegespräche mich zweimal durchkauen. So. So, erstmal einen kurzen Aufenthalt machen. Will ich
Können wir nicht. Haben wir schon gemacht. Muss ich mal nachlesen, was genau damit gemeint ist. Mit sprich dort mit ihr. Ja, schlimme Krise. Vel kommt nicht aus Zimmer. Mit Vel im Zimmer können Thoran Freunde Abreise knicken. Vielleicht könnten Freunde mal sanft klopf klopf machen und Vel wecken. Hey Vel, what's up? You'd better not be sick. Vel, sun already up. Wakey, wakey. Is something wrong? Vel, not wakey, wake. Maybe. I mean, I do remember her saying she wasn't much of a morning person. Maybe she's still sleeping. Should I go and wake her up? Yeah, do it. Oh, what's happening? Well, she's conscious, but she doesn't exactly look awake. Ugh. Can you stop making such a racket when I'm trying to sleep? Come on, Sleeping Beauty. Wake up and smell the coffee. And get your ass in gear. Huh? Morning? Seriously? Nah. I'm going to sleep for a bit longer. Thanks. Oh, no, you don't. Come on, up you get. It's morning? So what? There's a new one every single day, you know. I didn't get to sleep till the sun came up. Leave me to it, will you? Oh Gott, ich fühle Vel gerade richtig hart, because hard same. Vel, wieso kannst du Morgenstunden nicht aufstehen? Wieso bist du so lange wach geblieben? Ich glaube, das ist irgendwie die nettere Frage. Ja, wieso bist du denn so lange wach geblieben? What kept you up so late? I had this kind of secret meeting thing in the night. Secret meeting, huh? Yep, I met up with some buddies. We got into some pretty dark magical summoning stuff. Oh, now I get it. You met up with your girlfriends and spent the night chatting? No! It was a really important magic thing! That's not what Mithra told me. She said you were having a little chat fest with everyone. Mithra! Why'd you snitch on me? Big mouth. What kind of stuff friends talk about, anyway? Never mind. Let me see. You were just talking about what your favorite dessert was, right? Mithra! Ugh. Why I'm gonna... Mithra? Are you in there? Or is it just Pyra? Well, whatever. Both of you are on pretty thin ice right now. Vel, if you don't come along now, I'm going to tell them the rest. That's for Mithra. Ugh! Wait! Wait! I got it. I'm coming. I'm coming, okay? Just don't say anything else. Alter, einfach so die Geheimnisse ausplappern, das geht doch nicht. Ach du Scheiße. So, gut Leute. Haben wir das die Version 1 hinter uns und jetzt können wir uns zur Version 2 begeben. So, dann wollen wir mal die Stufensteigerung beenden und uns nochmal das Harmoniegespräch gönnen. Aber ich wünschte einfach, das Spiel dann sich einfach eine Ladentaste. Nicht, dass ich das Spiel mal beenden muss. Das ist halt ein bisschen... Nee. Ja, schlimme Krise, Vel kommt nicht raus, bla bla bla. Oh Gott, ich dachte einfach Probleme mit dem Einschlafen, nicht, dass sie sich getroffen hätte mit Leuten. So. Wakey wakey. Aber irgendwie macht einen Pyra schon ein bisschen Angst, ne? Mithras hat mir einfach nur Bratty, aber der Pyra? So, Kaffeeduft. Keine Lust. So.
Vale, wieso kannst du morgen schon nicht ausstehen? Vale, what is it with you and Morlands? Huh? Well, thing is, I'm actually a night stalker. Hm? Wow! A night stalker! Tora amazed! So does Vale have special reaction to sunlight? Yup. Sunlight has this strange effect on me. I lose power. I disappear. Wow! Awesome! Yes, awesome! That's the deal. So you'd better let me get some sleep. Thing is, there's this thing inside me. The Geist Chevalier. You'd better be careful. It can run riot. Geist Chevalier? Run riot? That's right. If I don't get enough rest, then I can't control it. So if you don't want it to go crazy, it's nap time. Hey, that nonsense won't work. Come on. Worth a try. That nonsense won't work. So. Dann wollen wir das mal schnell aktivieren. Und beim nächsten Mal, Leute, können wir... Was sind überhaupt... Was Fürsten muss ich da umkloppen? Stoffe herstellen? Das Ende der Welt abschließen. Gut. Können wir machen. Können wir machen, Leute. Also, ich danke euch vielmals fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif. Ciao.